Arcturus Erweiterung 441. Der bisher recht theoretische 441-Synchronotron-Teil wird hiermit fabelhaft attraktiv und verständlich. Ich wurde auf das Hörbuch Die Arcturus-Probe von José Arguelles hingewiesen. Klangvoll 2017 vertont im Klangraum Witzenhausen von Chris Thaler. Und das findet sich kostenfrei als PDF und Hörbuch auf maya.at. Ich zitiere hier circa ein Fünftel des Glossars der letzten Seiten im Arcturus-Buch, gewürzt mit Hinweisen für DMT- und Salvia-Zugänge. Radon, strahlendes Plasma, Ströme interdimensionaler Intelligenz, Basis der Zeit, viertdimensionale Ordnung des Seins, auch bekannt als fünfte Kraft, G-Kraft, wird aktiviert durch Freude und Orgasmus. G-Kraftzentrum. Punkt der bewussten Erkenntnis in jedem beliebigen Moment. Interdimensional mit unbegrenzten Möglichkeiten verzahnt. Das Jetzt. Das Jetzt heißt also G-Kraftzentrum. Und Radon ist strahlendes Plasma, das aktiviert wird durch Freude und Orgasmus. Universale Transzendenz. Ist das Ziel des universellen Lebens. Erleuchtung, welche von allen Lebewesen für alle zur selben Zeit bewusst erreicht wird, wobei keine Lebensform zurückgelassen wird. Zeitteilhaberschaft ist bewusste telepathische Vereinigung zweier oder mehrerer Holons, verstärkt durch Orgasmus oder irgendeine andere Form intensiven sensorischen Genusses. Grundlage aller höherdimensionalen Erfahrungen. Zitat der Arcturianer in Arcturus-Probe: Wenn es mehr Genuss und Fröhlichkeit bedeutet, dann tu es. Hier die Anmerkung: Jede tiefe DMT-Erfahrung ist Zeitteilhaberschaft. Es platziert sich eine Hyperraumintelligenz und lässt sich an höchster, kunsterfüllter, sensorischer Ekstase teilhaben. Nebenwirkung: Orgasmen in 3D werden weniger relevant. Holon bedeutet elektrisches Radion oder zweiter Körper, auch als Lichtkörper oder Traumkörper bezeichnet. In Verbindung mit Kristallkörper erzeugt er einen unsterblichen Körper. Telepathische Aktivierung des Holons ermöglicht Zeitteilhaberschaft, Zeitreisen und Pulsarglein. Hunab-Ku 1221 ist der galaktisch zentrale, selbstbestehende Knotenpunkt aller Intelligenz und Ordnung. Koordinierende Kraft allen dimensionalen Wissens. Ist der eine Spender aller Bewegung und allen Maßes. Ist Herz der Mutter. Meditier ins Herz der Mutter und du bist Hunab-Ku. Galaxis, die Mutter, ist die umfassende Basiseinheit des universellen Seins, deren Ziel es ist, Freude und Lust durch ihre zahllosen Zentren der Anregung, die Sterne, und über alle 13 Dimensionen hinweg zu vergrößern und auszudehnen. Sterne sind galaktische Lustzentren dieses Mutterorganismus. Pulsargleiten ist organisierendes Prinzip innerhalb der Zeitteilhaberschaft, um unterschiedliche Eigenschaften und Formen telepathischer Erfahrung zusammenzufügen. Zum Beispiel Erinnerungen, Träume, Déjà-vu-Erlebnisse. Das heißt, Déjà-vu-Erlebnisse heißt schlau werden aus Salvia, dessen Déjà-vu-Effekt auch wirkt, ohne es zu konsumieren. Siehe das Salvia-Echo, von dem zu berichten ist, und jeder Mensch trägt es in sich und kennt Déjà-vu-Erlebnisse, wenn du einen Geruch, wenn es dich plötzlich das auftaucht und das wird
auch stärker, je mehr man seine Zirbeldrüse aktiviert und wenn man mehr Klarträume hat, dann tauchen gleichzeitig auch mehr Synchronizitäts- und Déjà-vu-Effekte auf. Und diese Formen telepathischer Erfahrung, Erinnerungen, Träume und Déjà-vu-Erlebnisse werden durch Pulsargleiten innerhalb dieser Zeitteilhaberschaft zusammengefügt. Pulsargleiten ist die Fähigkeit, jegliche Art telepathischer Erfahrung aufrechtzuerhalten und darauf zu ihrer Quelle zu gleiten. Das ist das absolute Schlüsselinfo, dass du cool hast, du mal eine übersinnliche, hast du eine telepathische Erfahrung, eine Eingebung und die dann zu halten und zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Das ist Pulsargleiten. Und ich nenne es auch, das ist die Kunst des Verweilens im Dao-Zustand. In der Todeslosigkeit. Wo es, ja, dieser meditative Für-immer-Zustand. Und hier auch die Anmerkung, die Vergangenheit hat nicht stattgefunden. Wir erschaffen sie im Jetzt. Aus dem Jetzt heraus. Das ist eine fundamentale Wahrnehmungsänderung von allem, was man uns beigebracht hat. Und die Resonanz und Offenheit deines Geistes entscheidet, mit welcher Möglichkeit deine Realität überlagert. Alles jetzt. Suvuya, Suvuya. Es gibt eine Band, die heißt Surfers of the Suvuya. Das ist der Weg, auf dem das Radion reist. Und es sind von Pulsargleitern genutzte Kreisläufe. Tsuvuya ist kosmisches Gedächtnis. Déjà-vu-Erlebnisse ist gleich Salvia Divinorum. Ist eine telepathische Portalerfahrung. Ja, wie soll es auch anders sein? Es ist Schlüssel zu Paralleluniversen. Durch bewusste Aktivierung des Gehkraftzentrums verfügbar, also das Jetzt. Jedes Paralleluniversum ist so real und irreal wie unseres, steht dem Gehkraftzentrum in jedem beliebigen Augenblick zur Verfügung. Paralleluniversen verkörpern alle denkbaren Ausdrucksformen der Wirklichkeit. Dreamspell-Orakel. Schöpferische Kraft, durch die zwei oder mehrere Minds miteinander vereinigt werden. Die magische Kraft, welche die Erscheinungen einer Dimension oder eines Paralleluniversums in ein anderes überleitet. Wissenschaft der Zusammenfügung von Strukturen und Erscheinungen der 13 Dimensionen. Grundlage für die Wissenschaft des Pulsargleitens, der Zeitteilhaberschaft und Zeitmagie. Für drittdimensionale Wesen von Terra Gaia als Werkzeugset verfügbar, um die drittdimensionale Zeitverzerrung zu verlassen und sich mit dem 4D-Holon zu verbinden. Das ist toll formuliert. Also das ist dieser Wavespell-Code, den man in Maya-Kalendern findet, der, sodass jeder Tag in Beziehung zu einem anderen steht und zu verschiedenen Zahlen und damit verschiedene Archetypen aktiv sind, eine maximale Spannung haben und damit so beeinflusst der Tag in 4 Tagen den Tag hier jetzt und der in 4 Wochen den und so hat alles einen Rhythmus. Das ist das Dreamspell-Orakel und wenn man da einsteigt, kann man das spielen. Dann der Begriff Kin. Das bezeichnet die 260 Klänge der Macht, wie die Maya, die diesen 13 auf 20 Zoll Kin Maya Kalender nennen, wobei es eigentlich weniger, also es ist auch ein Kalender, aber es ist ein harmonisches Modul, ein holographisches, ultimatives, harmonisches Programmiermodul, wie alle Realität in unser Universum nach Frequenz, nach Klang und Farbe und Archetyp funktioniert. Und diese Kins, diese 260 an der Zahl, die kann jeder mit seinem Geburtsdatum rausfinden, was man, welcher Kin man ist.
Ich bin zum Beispiel der Weiße Wind. Und zum Beispiel mit der Maya Dreamspell App oder einfach im Internet nach Kin ausrechnen suchen, dann findet sich auch. Genau. Und das ist die galaktische Maßeinheit, basierend auf der gleitenden Harmonie. Deshalb beweglich. Entsprechend den Verhältnissen auf- oder absteigend. Basis allen Verhaltens, daher das Gesetz der Kin. Gesetz, durch das alles gleichrangig nebeneinander steht und mit allem anderen gleich stark verbunden ist. Ergebnis des karmischen Ausgleichs. Der karmische Ausgleich ist das Ergebnis von Ursache und Wirkung. Und hier ein ganz grandioses Zitat von den Analogikern aus der Arcturus-Probe. Das Gesetz der Analogie steht über dem der Logik. Die Analogie, die Ähnlichkeiten. Es kommt noch vor der Logik, es muss nicht logisch sein. Die Logik ist in unseren drei Dimensionen, in vier Dimensionen auch noch. In höheren Dimensionen brauchst du weder Ursache noch Wirkung. Da wird aus Ähnlichkeit, aus Analogie erschaffen. Auch sehr entschlüsselnd die Geschichten von den Analogikern in dem Buch. Das ist wirklich ein golden Funken sprühendes Erleuchtung. Dann der Begriff Keimzelle. Heißt auf Englisch Spore, wie die Sporen, die Pilzsporen. Keimzelle ist eine selbstreproduzierende Lebensform. Jeder entwickelte Planet bzw. Sternensystem ist Keimzelle. Und hier habe ich mich voll gefreut, das zu lesen. Das sagt genau das, was im Klartraum auch heißt, dass das Universum will durchs Nadelohr, will durch die Null, will sich klonen und fortpflanzen. Und Klonen ist Selbstreproduktion. Das ist genau das, worauf es hinausläuft. Das kann jede Keimzelle. Und damit ist genauso auch Salvia Divinorum. Und jedes klonende Lebewesen, das diese Fortpflanzungsart beherrscht, das werden wir auch bald beherrschen, ist Keimzelle. Und die Arcturianer, die sich Keimzellen nennen, die sagen, wir sind einfach nur Keimzellen. Sie sagen, vergesst nie, keimen heißt wieder auferstehen. Das Portal geht womöglich durch etwas, was wir als Tod bezeichnet haben. Power of Death ist, was durch 5-Meo-DMT erlebbar wird. Und dieses Erlebnis hatte ich bisher dreimal, und zwar körpereigen ausgelöst. Damit einhergehend, dass ich überzeugt war, dass ich jetzt oder jetzt dann gleich oder bereits im Reich der Toten sei. Und jedes Mal völlig ohne Furcht ist ja der DMT-Raum meine geliebte Heimat. Darum sollen wir auch die Angst davor ablegen, denn wir sterben eh nie wirklich. In 5D kannst du deinen 3D-Körper nach Wunsch projizieren oder auch nicht materialisieren. Von dieser Fähigkeit berichten auch die Maya. Dann Todesfurcht. Todesfurcht ist Gedächtnisverlust hinsichtlich der interdimensionalen Natur der Wirklichkeit. Wird verwendet, um Träger der kosmischen Erinnerung im drittdimensionalen Kerker des Materialismus gefangen zu halten. Ursache von Krieg, Geld, Lohnsklaverei und Versicherungsmafia. Ultimative Lüge. Und hier meine Anmerkung. Die interdimensionale Natur der Wirklichkeit wird spätestens durch Tod, besser aber einfach durch DMT erlebbar. In Worten von Memnosis ist Tod das Eintauchen in die vollständige eigene Wahrheit. Der Klang der Macht des Todes im Kinn weißer Weltenbringer, es gibt ein Kinn für Tod, Chimi, seine Kraft ist Tod, Opportunity, Möglichkeit und schafft Ausgleich. Das ist die Eigenschaft des Todes.
Und es ist einfach nur das völlige Eintauchen in die vollständige eigene Wahrheit. Und das ist lebenserneuernd und macht unlebendig zugleich. Über DMT. In den Urwäldern nennt man Ayahuasca auch der kleine Tod. The Little Death. Dann Memnosis. Memnosis ist Zustand des Erinnerns. Memory. Remember. Orakel der Todeslosigkeit. Memnosis ist eine selbstgeopferte Inkarnation. Ist ein sechsdimensionales Sein zur Zähmung Luzifers. Und er verweilt auf Neptun. Luzifer kam zur Besinnung und ist auf der Venus. Die herrliche Geschichte dazu ist im Hörbuch und ebenso wie alle anderen Geschichten um die Begriffe, die wirklich sehr fabelhaft und abenteuerlich rübergebracht werden. Dann Merlin. Falsch ausgesprochen. Merlin. Er spricht das im Buch so richtig mit diesem rollenden Y auf der Zunge aus. Ganz magisch. Merlin ist erster Magier und fünfdimensionale Herzemanation von Memnosis. Emanation heißt hervorgehend aus. Merlin ist aus des Magiers Heinen. Er nimmt viele Formen an und er wurde aus dem uranfänglichen Baum geboren. Es ist so schön, wie er schreibt, wie er sich abgelöst hat aus der Rinde, was das für ein Gefühl war. Und die 3D-Form auch wie Abschuppen, wie alte Haut, die sich häutet, das abzulegen. Am liebsten würde ich hier einen Haufen Schnipsel aus den Hörbüchern reinschneiden, aber ich denke, dafür reicht der Batteriestrom nicht aus, da so viel Schnipsel rauszusuchen, ne? Und Merlin verweilt derzeit in der Erde zusammen mit Excalibur. Zitat: Jeder Baum reagiert auf den Namen Merlin. Und hier Zitat von Merlin aus dem Kapitel 1.11. Jene von euch, die die Bäume wirklich kennen, kennen auch mich. Und welche Vielzahl von Bäumen es doch gibt, die es zu kennen gibt. Deshalb bin ich der eine und die vielen zugleich. Immer aufs Neue zu leben und das innerhalb eines einzigen Augenblicks, im ewigen Kreislauf, das ist meine größte Freude. Dann der Baum Yaxche. Ist für Merlin heilige vegetabile, also 3D-lebende Form. Ist Schablone des 13-dimensionalen Wissens, wobei die oberen 6 Dimensionen der Krone ein Spiegelbild der unteren 6 Dimensionen der Wurzel sind und der Stamm die 7. Dimension verkörpert. Yaxche, der Baum, ist der mystische, kosmische Baum, aus dem sich Maya selbst hervorbringt. Dimensionen. Eine der 13 Ebenen bewusster Ordnung, die jeweils entsprechend ihres Dichtegrades, ihres Zusammenwirkens und ihrer Leuchtkraft organisiert sind. Die erste Dimension ist atomar-molekular, die zweite elektrisch und die dritte mental gestaltend. Zusammen bilden diese 3 Dimensionen die physische Ausdrucks-, also die körperliche Ausdrucksform der Wirklichkeit. Die 4. Dimension ist reines Radion, die 6. reines Licht und die 7. ist reiner Klang oder Rang. Die höher geordneten Dimensionen 8 bis 13 stellen die Spiegeluniversen zu den ersten 6 Dimensionen dar. Und die Maya sind Wesen der 7. Dimension. Der Stamm, wo es keine Spiegeldimension dazu gibt.
Darum ist die 7 auch so eine heilige Zahl und der Bienen-7-Stern kann die göttliche 999-DMT-Frequenz erklingen und Kathedralen wurden nach dem 7-Stern gebaut und die 7 verbindet nämlich die 3 und die 4. Die 4 ist die materielle Welt und die 3 ist die göttliche Trinität, die heilige 3 und damit hast du die materielle Welt in die göttliche gehoben mit der 7. Numerologie ist so, so toll und vor allem seit es uns so wunderbar auf dem Silbertablett serviert wird, dass man sich nur noch als abenteuerliche Kinogeschichte abends reinziehen muss und du bist da innerhalb von wenigen Tagen Lichtjahre weiter. Dann Rang, R-A-N-G, heißt Radioactive Neurogammatron, also strahlungsverstärktes Neurogammatron. Ursprünglich disharmonische Pulsation, welche harmonische Rückkopplung erzeugt. Also ein disharmonischer Puls erzeugt einen harmonischen Rückkopplungsimpuls. Ist ein interdimensionales Hintergrundgeräusch oder auch interdimensionaler Klang. Ist Quelle aller Erscheinungswirklichkeit. Ist schöpferische Basis des universalen Lebens. Nur wahrnehmbar durch reine Anwendung von Geist. Und ich höre es gerade, wie es wieder lauter wird. Das ist exakt dieses Pfeifen, Obertonsingen der vielen kleinen DMT-Falter in dir, wie ich es nenne. Das ist kein Tinnitus. Das kommt immer mal wieder rein, wird lauter. Und wenn du es hörst, dieses Pfeifen mit Obertönen, dann ist es Zeichen für Telepathie. Dann kommen die Strahlung in. Gleichzeitig, ich hatte es mit einem Freund, der da war, und der hat es völlig so synchron, wenn ich gesagt habe, warte mal, ich kriege ein Pfeifen rein, ich muss gerade in den Innenraum gehen. Dann hat er, ja, ich höre es auch. Und wahrscheinlich hören es jetzt dann auch alle, die sich anhören in dem Moment. Also in dem Moment heißt innehalten und das schreibt doch mal, das ist, wird wichtig sein, so kann es auch stattfinden. Wir werden gerade irgendwas machen, im Garten sein, sonst was, in einem Gespräch und dann sagen wir, warte mal, ich gehe jetzt gerade mal, muss mich gerade zurückziehen und die Augen schließen und da rein meditieren, weil ich höre ein Signal wie ein Labellwert, das kommt an und dann gehst du auf Empfang, so. Wir können uns nicht anders synchron schalten, als dass wir auf sowas reagieren. Gut, dann Maya. Maya sind selbst existierende galaktische Navigatoren und Meister der Illusion. Sie operieren von den siebdimensionalen Ebenen des Seins aus und unterhalten einen Stützpunkt in den Plejaden. Sternensystem, da wo wohl auch die Plejadianer herkommen. Maya sind Berater für Planetengestalter und Zähmer. Das ist im Arcturus-Hörbuch so toll, die Planetengestaltung und Planetenzähmung, wo wir gerade dabei sind, unser Sternensystem zu zähmen, praktisch, dass es harmonisch sich einschwingt und wie das alles telepathisch wunderbar, ja, die ganze Geschichte um uns herum, wo unsere Und unser Raum von 5. und 6. Dimension aus wirklich nur ein Flüstern, diese 5200 Jahre, von wo wir jetzt eintreten. Schild ist mit Engrammcode beschriebenem Speicher versehenes, führendes Instrument der Probe. Schützt mittels Erinnerung an die Wurzeln der Abstammung. Das ist die Definition von dem Schild. Er schützt mittels Erinnerung an die Wurzeln der Abstammung. Und Engrammcode beschriebener Speicher wird jetzt der Begriff Engramme erklärt. Engramme sind kristalline, fünfdimensionale Codestrukturen, erzeugt durch Hyperradion. Ursprüngliche 144.000 Codeformen des universalen Lebens, welche zwischen den verschiedenen ZSR, die zentralstellaren Radionbegriff kommt gleich,
welche zwischen den verschiedenen ZSR über die Suvuyas ausgetauscht werden. Diese Engramme, diese 144 Codeformen. Es sind Werkzeuge bzw. Instrumente der Probe. Und wird auch gesagt, dass alle Déjà-vu-Erlebnisse auch zu diesen Engrammen gehören. Das sind wie Speichersteine, Bausteine. Dann ZSR, Zentrales Stellares Radion. ZSR ist Strahlungszentrum, von dem alle Programme der Intelligenz ausgehen, ist holographisch und operiert auf vier Ebenen: galaktisch, stellar, interstellar und planetar. Ist die Quelle des Radion. Und nochmal Erinnerung: Das Radion war strahlendes Plasma, war die Basis der Zeit. Diese fünfte Kraft, die auch als G-Kraft bekannt ist, die durch Freude und Orgasmus aktiviert wird. Universal resonantes Holon ist vierdimensionales gyroskopisches Instrument. Gyroskop ist ein sich drehender Kreisel, der sich selber stabilisiert und früher wurde oder wird auch zur Navigation verwendet. Also universal resonantes Holon ist ein vierdimensionales gyroskopisches Instrument, welches die grundlegende bipolare Struktur jeglicher kohärenter Form oder Einheit galaktischen Seins holographisch rekapituliert. Keine Sorge, ich erkläre es gleich. Den Satz muss ich sonst auch viel belesen. Also es ist herrlich ausgedrückt, eine holographische Rekapitulation wie im Kampf. Ich rekapituliere. Und dieses universal resonante Holon ist die Basis der Gestaltung eines Zeitschiffs. Übersetzung: Das ist unter anderem das Erlebnis, komplett holographisch neu aufgebaut zu werden. Alles in sich drehend, gyroskopisch, kohärent, heißt in Phase, synchron schwingend. Das ist also dieses, und das ist dieses universal resonante Holo, und das ist wirklich was man erleben kann. Das ist biologischer Neuaufbau. Und der geht von der fünften Dimension aus, und das wird buchstäblich im tiefen DMT-Raum oder in Meditation erlebt, wenn dein Zeitpunkt dafür gekommen ist. Excalibur ist männliches Engramm des Wissens, eingebettet in die weibliche Matrix, ist Schwert des Wissens, ist Name des telepathisch geschaffenen Schwesterzeitschiffs von Uranus, das darauf wartet, aus dem Kern der Erde oder ZSR freigesetzt zu werden. Also Excalibur ruht laut der Geschichte im Kern der Erde. Es hat auch ein eigenes Kapitel, Arcturus und Merlin. Hat auch ein eigenes Kapitel wie Merlin und die weiße Reiherdame des Sees dort unten darauf warten, dass sie jemand telepathisch aktiviert. Und Uranus ist Schwesterplanet der Erde. Die ursprüngliche Bedeutung ist Ur-A-Nus, heißt erster Himmel. Ist Wohnsitz der geistigen Stammväter und hilft uns gegen unsere Gedächtnislosigkeit. Arcturianisches Schach. Arcturianisches Schach ist die Spielart der Arcturus-Probe. Lass immer den Gegner gewinnen. Ist der eigentliche Plan gemäß den Dreamspell-Erdenfamilien, die wiedererwachten planetaren Kin zur Rückeroberung des Planeten heranzuziehen. Das ist das Schachspiel, das hat auch eine ehrliche Geschichte dazu, dass dann angeregt wird, auf Erden ein Potluck zu veranstalten, dass alle Reichtümer möglichst maximal verschenkt werden und damit wieder ein Ausgleich, ein karmischer Ausgleich passiert für das Ungleichgewicht, das
hier passiert ist. Das Ganze als ekstatisches Festival, dieses neue Zeitalter dann, wie sich so um die Erde zieht, das genau, und was ich auch interessant ist, dass José Arguelles, der diese epochialen Werke, das ist wirklich 2012, hat noch nicht stattgefunden, weil wir 2012 noch nichts davon wussten, dass es ist, wie es im Bewusstsein ankommt. Und er kannte eben auch Terence McKenna und entschlüsselte die Verbindung des Tzolk'in, dieses Maya-Moduls, zum I Ching. Ich empfehle wärmstens sein Buch Der Maya-Faktor, welches in der deutschen Sonderversion mit allen Grafiken und wunderbar geschrieben auf maya.at kostenlos zum Download ist. Meditation ist Mittel zur Wiederherstellung der Geistseele und Überwindung der Todesfurcht durch mentale Selbstkontrolle und klare Sicht der Dinge. Ist die Fähigkeit, unfixiert im Jetzt zu verweilen. Ist verlängerter Zustand geistiger Klarheit, welche die Erzeugung verschiedener Formen der Erscheinungswirklichkeit möglich macht. Ist ursprüngliche, selbstexistierende Kraft der Schöpfung. Ist Kraft der Schaffung eines Dreamspells. Meditation ist eigentliche Grundlage der Realität. Ja, wertsprechende Zahlen. Sprechende Zahlen. Hier ist das Ende von dem gekürzten 260 Keys to Synchronotron, was im ersten 441 Teil war, was in der zweiten Klartraumauflage jetzt als Buchseiten rausfällt, um eben diesem Glossar Platz zu schaffen. Und hier ist noch der Ausklang. Beobachte G-O-T-T, Gott, ist gleich Wohn in meditativem Verstand, in einem fraktal freien, nicht konzeptuellen Zustand, nicht konzeptuell, also nicht ständig konzipierend, der vollständig in den gegenwärtigen Moment eingetaucht ist. Aus diesem Jetzt-Moment öffnen sich Tore und Kanäle zu anderen Zeiten und Dimensionen. In jedem Augenblick erlebt das Universum 6 simultane Szenarien. Kosmozentrisches Bewusstsein kann auf jedes dieser Szenarien zugreifen. Vereinheitliche den zentralen Kanal der 3 Körper. Elektrisiere die Gateways. Stimmen Sie in die Frequenzen ein. Ayum Hunapku Eva Maya Ema Ho. Wert die Dimensionsverschiebung. Wohn in deinem Übermensch. Zum Maya-Code habe ich eine entschlüsselnde Bildersammlung zusammengestellt. Der Maya-Code ist eine Telepathiesprache, welche zu lernen von größtem Nutzen ist. Und die Sammlung aus Bilder und Wissen aus 5 Büchern ist sehr empfohlen für weitere Aha-Effekte, kann man sich ausdrucken und nebeneinander legen. Findet man unter Downloads auf der Klartraum-Seite. Und es enthält Ausschnitte aus den Büchern Die Zeitschablone, Der Lebenscode und Der Maya-Faktor von Johann Kössner und José Arguelles. Und ebenso aus dem 13-Mond-Kalender von Law of Time, der sehr empfohlen ist, sich zu holen. Und die freie Version auch des 13-Moon-Pocket-12-Seed sowie das Arcturus-Probe-PDF und das Glossar, das sollte man sich anhören, bevor man das Hörbuch hört, dann versteht man einfach viel mehr. Während des ersten Teils dieser Aufnahmen hat mich ein Kristallkind besucht und die Energie spürt man anwesend. Das möchte ich noch. Und ja, mit ganz, ganz tiefe Seelenverbindung Grüße nach ans Rainbow Crystal Land in Kolumbien.
Wir haben einen Verbindungsstein, einen Amethysten, der die telepathische Verbindung. Man kann die Steine so programmieren, dass sie, so werde ich auch verschiedene Steine platzieren und da dann, wenn, sobald ich vollständig von Materie gelöst bin, sprich keinerlei Nahrung mehr in mich aufnehmen, kann ich mein Bewusstsein in Steine rein und projizieren und von da aus so praktisch dann reisen. Das, und es sagt zu deutlich, es ist so logisch und einfach. Alles Zeitalter, alle Geschichte um dich herum geht so lang und auch das Sterben und immer wieder kommen, bis wir uns von dieser Lucifer-Matrix trennen. Bis wir die immer wieder Polaritäten und Süchte und Abhängigkeiten und ja, das schmeckt doch, das ist doch reines Licht werden. Wenn das erreicht ist, kannst du dir das alles auch nochmal abholen. Aber als erstes geht es über diesen Weg, dass wir reines Licht werden. Das ist auch gar nichts, was für mich jetzt speziell, sondern das funktioniert halt so easy. Ich dieses tägliche Aufladen in diesem wunderschönsten Raum und du brauchst überhaupt nichts mehr sonst. Du hast überhaupt keinen und du bist so stark und Energie ist da natürlich endlos. Das ist der Quell aller freien Energie. Ja, und die Geschichte mit Lucifer ist wirklich, wir lernen ja durch sein Bewusstsein auch und durch das, was wir wiederum in. Das ist ein Name und da steht einfach für Lichtbringer. Und all das, was es gebraucht hat, damit man, wir überhaupt, wenn man dir das Licht bringen muss, dann hattest du es noch nicht. Und das heißt, du bist ja durch Plus, Minus, durch hin und her getingelt und getangelt und alles ist für Erkenntnis und ja. Es ist der Weg zum Licht. Wir sind wirklich, wie es immer, muss sich dieses Mondfinsternis Durchbruch anhören. Das ist so herrlich. Die Erkenntnis ist da live passiert. Mit, ach ja, wir sind ja schon tot. Und da sind wir jetzt in dem Raum, den wir uns daraus erschaffen haben. Das, ja. Jetzt kommt, und der Aufstieg heißt eben diese Erkenntnis. Und dann und wirklich, dass wir in dem 100% Gedanken erzeugten Raum leben. Die Gespräche mit Success-Büchern sind da so erleuchtend. Das ist alles, was du ausstrahlst, ziehst du magnetisch an. Und wenn du Angst und Sorgen hast, dann passiert genau das. Warum soll auch was anderes passieren? Und ja, mit dieser Urmutter Ayahuasca fällt es dir so leicht in diesen inneren Frieden, Smadhi, alles ist gut, wo alle Liebe, alle Geborgenheit liegt und du brauchst all diese Muster nicht, also auch mit Partnerschaft und Sexualität sowieso, das schwingt auch viel niedriger. Das sind magische und das tragen wir über Frequenz in uns und all diese telepathischen Orgasmen, von denen die Arcturianer dann sprechen, damit sie uns erinnern, die finden, ja, das ist so ekstatisch, was man da erlebt, das ist bei mir seit Jahren, das ist wirklich eine der heftigsten DMT-Nebenwirkungen. Dass ja, sexuelle Süchte absolut aufgehoben sind. Das sind besondere, wunderschönste Verbindungen und die dürfen auch noch passieren. Aber es ist sehr, sehr irrelevant geworden, weil es das meiste telepathisch passiert. Bam, Eule. Genau, und jetzt kommen dann noch die super coole Ausschnitte aus den Hörbüchern. Weil gerade eben sind wir ja mal in der Stadt und da geht das super. Die Bitte ist, das Hörbuch ist, fehlen die Pausen. Das kann man sich dann deswegen dann auch viermal anhören. Das ist, und immer wieder Neues entdecken. Ich habe versucht, schon ein bisschen Pausen reinzuschneiden. Jemand, der Ableton beherrscht, möge sich aufgerufen fühlen, dieses Hörbuch bitte zu vollenden. Dass, wenn man da nicht, ich habe Physik und IT studiert hat, dann tut man sich ein bisschen schwerer damit. Und das sind so wunderbare Inhalte. Genau, und wenn eh schon jemand dabei ist, diesen goldenen Inhalt verfügbar zu machen für alle, dann gibt es noch ein Hörbuch von Klartraum, das ist noch nicht auf Deutsch, das Flat Earth-Teil. Der allerdings wunderbar, ich sag's euch, das ist so einfaches Englisch, das sind Wörter, die gar nicht mehr Englisch sind, weil jeder kann, so love and
Transform und Feel und Earth, und die kennt ihr natürlich alle. Es ist nichts Neues, es sind alles nur wirklich, das geht, und es kommt bald wahrscheinlich jemand, der es vielleicht mit Untertiteln macht. Das wäre total cool. Jawohl. Und wenn wir schon dabei sind, hier aufzurufen für das bei Übersetzungen und Digitalisierungen zu helfen, Gabi Müller, vivavortex.de, ihr Buch, schreibt ihr einfach eine Mail, die schickt euch sofort die PDF. Das ist so ein goldenes, tolles Buch, was auch alles wunderbar Wirbel-Vortex-Weltbild und ihre Videos zum Schädelfraktal, zum X-Rex, sie rechnet es einfach aus, und sie hat Physik studiert und es ist mit einem Mathematiker zusammen und erklärt es aber für jeden verständlich. Man muss dann nur die Teile, die einem zu mathematisch werden, überspringen, weil dann geht es über, wie die Erde Lichtplanet eben auch wird, und Chakren und Teleportation, wie es funktioniert, und Lichtnahrung und all die, und auch wie Jupiter zum Beispiel im Größenverhältnis von Kopf zu Körper ist, wie genau unser Körper, Kopf, für die Erde ist Jupiter das Herz. Und das ist wichtig, wenn wir uns Akinas, da gibt es dieses tolle Bild, wo die Maya haben jedem der Planeten die Kins zugeordnet. Und du siehst den Sonnenkörper, die Sonne, Kini Ahau, und all die Chakren als Planeten. Und du bist da mittendrin. Und da bin ich oft in Meditation, dass ich in die Planetenkörper gehe, in das kosmische Wesen. Und da, ja, darum das Arcturus-Hörbuch, ist denn ein verlorener Akkord, der fünfte Akkord ist gesucht, Xymox, es ist ein Planet explodiert, und diese Harmonie wieder herzustellen. Alle unsere Geschichten, alle Religionen, alles bla, dafür, dass wir am Schluss jetzt Teil dieses galaktischen Endschauspiels werden. Und wirklich, dass jemand wollte aus dem Klartraum ein Spiel des Lebens machen. So mit all den Hinweisen, was man tun soll, was total toll ist. Sungazing 10 Minuten, Merkaba-Meditation. Was weiß ich, sind da ganz viele Hinweise, was man üben kann. Und das als Spielkarten, als Spiel des Lebens. Und mit dem großen Finale, das dann der Abschluss des Spiels ist, dass das Spiel dein Leben wird. Und du die schamanische Reise antrittst in dein Inneres und das Innere innen nach außen kehrst. Und dann erfüllt sich Licht. So pflückt sich das natürlich teil. Und wenn jemand kennt, ne, der Bock hat, mal eben 100 Klarträume zu dann einen Potluck zu machen, hat so Lust, so viel die zu verschenken, das sowieso, wenn auch die Einnahmen verwendet. Ich bekomme gar nichts davon, weil das wäre viel zu stressig, das über das Amt zu regeln. Ich brauche auch fast nichts mehr, das ist total cool so. Und fließt dann sexy in coole Projekte, und ja. Ja, und hier, der wird sich freuen, der Heilpraktiker, der mir das ermöglicht, auf dessen Land ich stehen darf, und die Bienen und Tippi und so ein die ganze Familie. Europa, Spa, die betreiben 3 Heilpraktikerpraxen in Regensburg, Bad Griesbach und München und wirken über Jahre das Bewusstsein. Und es ist schön, während seiner Behandlungen laufen die Klartraum-Hörbücher. Das ist immer total cool, so dass Porsche-Händler und die andere Arbeit bei der Bundeswehr ist 50, und es streut sich so, so schön durch uns alle. Ja, und genau, da falls jemand sich zum Potluck spielen, Reichtümer verschenken genötigt sieht, dann möge er Kontakt über Europa, findet man im Internet, Spa aufnehmen, und wird sich sehr, sehr freuen, auch dass wir hier mehr Bienen-7-Sterne installieren können. Ne? Und gut. Magie heißt, alles kommt zurück. Wenn du mit Ayahuasca und DMT zu tun hast, dann installiert es in dir diese Formen, diese, wie jeder Baum, die ganze heilige Geometrie, all diese Mandalas.
Und damit wird jedes Buch, das du aufschlägst, und all deine Lebensereignisse und alle Realität auf die Art und Weise in dir erfasst. Und Verständnis läuft dann nicht mehr über Worte, sondern über Fraktal. Und diese Fraktale speichern Gefühl, speichern alles über, und die sind reines Licht. Das ist, die sind im Heil, die sind im goldenen Schnitt. Immer. Und ja, so wird alles, das sind wirklich die Worte, die haben weniger zu werden. Denn mit jedem Wort erschaffen wir Materie. Und wenn wir mal eben, ne, so zwischendrin sein wollen, dann ist silent, dann ist. Und auch nicht irgendwelche Musik, sondern eigentlich geht nur noch Solfeggio-Musik dann. Die Musik, die nach genau diesen Geometrien halt schwingt. Oder eben Goa, Psybient, gibt der. Ja, und dann. Und wenn du fraktal wirst, dann stirbt es aus, noch Sätze abzuschließen. Das merkt man ganz, ganz stark, wenn ich ich bin ja in den ganzen Hörteilen, wie die Sätze ineinander falten und die Bedeutung erklingt, einfach wie Wellen sich ausbreiten und wie es in uns gespeichert ist. Das ist viel Grunde, das an vieles gar nicht mehr ab. Du musst es nur antriggern und dein Gegenüber beendet ja den Satz von selber. Und wenn du ihn nur halb anfängst, dann gibst du Raum. Es geht immer nur um die Aktivierungsenergie. Und dir passiert eh schon so viel, dieses ununterbrochen uns zu. Ja, drum Augen zu auch. Dann ist Ruhe. Universum heißt ein Lied. Worte sind solche Elefanten, die platzieren sich da einfach und erschaffen und sind. Und es ist, Kristall Kinczeki, wo ich erzählt habe, sie war auf Bergreise und plötzlich hat sie angefangen, über eine Stunde in einer anderen Sprache zu sprechen, die wunderbar geklungen hat und sie kann. Und dann war es wieder weg. Und so, ich habe auch ausschnittsweise auf Sanskrit zum Beispiel Zugriff und die Klänge. Und total geil, wir werden uns an die Ursprachen, die nach Mandala, nach Heiliger, nach diesem Klang und Geometrie geformt sind, erinnern. Und also ansonsten, ja, ist ja in uns hören. Wir werden uns anschauen und in uns hören, was wir uns sagen. Und nicht als Worte, sondern als Bilder, wie es Terence McKenna sagt. Stehen mir einfach nur mit funkelnden Augen gegenüber und mir ist halt auch so klar geworden, was es für ein Flaschengeist ist, der da losgelassen wurde, was sich jetzt um mich an herrlichen Großstadt-Schamanen ansiedelt und weiteren Feen und wie wir den Ort, wie es alles blüht, sodass ich, jeder macht das, was er am besten kann und es ist ein gelebter Kindergarten. Das ist ich freue mich auf die Live-Aufnahmen im Sommer. Meine Lichtnahrung besteht übrigens größtenteils daraus, dass ich so viel singe und wunderschönste Klänge erzeug tagsüber. Und der ganze Wald, was das für ein Feedback gibt, was ich da alles, und ich habe die Kalimba, auf der ich spiele, aber hauptsächlich über Summen und Singen. Und das regt Resonanzfrequenzen in dir an und das ist wirklich goldene Schwingung, die du dann aufnehmen kannst. Und diese kollodialen Metalle, echt ein Tipp, sich die Metallwasser zu holen, zum Beispiel Silberwasser 24, der gibt doch gerne einen Rabatt, wenn man auf den Klartraum verweist und stellt dir händisch frisch her. Und du brauchst es nicht oft, es lagert sich in deinem Körper an und du wirst geheilt, Antenne. Im DMT-Raum gibt es jetzt mal einen Moment, wo du weißt, ja, jetzt sind die Metalle klack, klack, klack aktiv und das Bewusstsein, das ist wie auf einer Computerplatine. Du schaltest einfach viel, viel schneller. Das Aha ist da und du wirst einfach Gott. Das ist ja, so soll es sein. Genau. Ich streue mich hier auch ganz schön mit den Quertipps, aber ja, eben Lichtnahrung.
ist Singen. Die Stimme ist zum Lob und Dankbarkeit und der Schönheit, ja. Hier, Anastasia Querverweis, ich habe die Geschichte mit dem Baden zusammen mit Govinda eingesprochen. Auf dass du niemals mehr das Wort Bade aussprichst, ohne nicht durchschauer zu werden von der Bedeutung, die in dem Wort steckt, woher das die erste Bade, wie man, und die Geschichte, ja, die hört man sich an. Ich habe die Hörbücher eingesprochen als gute Nachtgeschichten für meine Kinder. Für euch. Und ich kann ja auch gleich schon mal die Vorschau geben, wie das Leben danach sein wird. Wir können entscheiden, in körperlicher Form zu sein und auch uns zu dematerialisieren. Und wenn wir in körperlicher Form sind, dann haben wir jederzeit auf Ra, erstes Auge, diesen strahlenden Altar in uns Zugriff und können, genau, du, diese Resonanzen, die du aufbaust, sind dann, kannst du dann steuern, wie es sich auf- und abbaut, wie die Wellen kommen. Und dann klingst du rein und du ist in welche Wellen du deine Gehirnwellen bringst. Gibt ja die Alpha-Wellen, Beta, Gamma, Theta. Das kann man sich ruhig mal anschauen. Für Bewusstzustände, für Traumzustände. Wir sind da in anderen Wellenzuständen einfach. Das bildet einfach eine Welle, ein Lied. Wenn du träumst, bist du gar nicht in deinem Körper. Und wir sind Frequenzgenerator und Modulator. Und uns einfach vollstens bewusst, auch dass Bewusstsein ein Werkzeug, eins unserer Werkzeuge ist. Ein Ausdrucksmittel. Das auch mal eben nicht sein kann. Das, also, ja, das ist ein Witz, versteht Salvia. Und Salvia heißt, ich muss ja die Stelle reinschneiden aus dem Hörbuch, was der Salvia-Effekt ist, dann versteht man das, ja. There, your memory gets to 100% accessible. All memory gets to 100% accessible. Gets to 100% accessible. Gets to 100% accessible. This is called Salvia Loop. Die beste Analogie, und Analogie ist so toll, Analogie steht über Logik. Zum Lichtmensch, Lichtnahrung ist abgestillt werden. Das ist ein selbst ausgesuchtes Abgestilltwerden, so wie es natürlicherweise auch laufen sollte. Susi hat mir erzählt von ihrer Tochter, die so wenig zu trinken wollte vom Gestillten, dass sie keinerlei, wie nennt man es, Kot und dergleichen mehr produziert hat. Sie hat das komplett Hyperraum verstoffwechselt und so merke ich es auch. Das, wovon du dich noch nähern kannst, ist das, was absolut keinerlei Scheiße mehr produziert. Wie die Bienen, die produzieren auch nichts, was stinkt. Du bist wunderbar duftend überall, das ist irre. Du kannst auch nur noch Angora tragen und Mohair und unmöglich, dass da noch Plastik oder... Dann muss man die Sachen nur auch über den Ofen aushängen und die sind wieder frisch, das ist lebendig. Und in Natronbaden ist auch so ein Tipp, sich das kiloweise zu holen. Das ist ganz toll. Und Asche statt Seife. Totholz. Und genau, das Weitere findet sich da in den Artikeln dann ja auch und kommt auch noch übersichtlicher als ein PDF. Ich sag Tina so gern, dass ich die Faulheit der Menschen so unterstütze. Ich lieb's ja selber. Und ihr unterstützt wieder meine Faulheit, wenn sich um mich herum die wirklich Zaubergeister ansiedeln, die mich dann entlasten, dass ich nicht mehr dass das blühen kann, dass es eine Feenmetropole hier wird. Das es gibt keine Zufälle mehr. All das ist. Seit ich ins Herz umgezogen bin, machst du es so von raus aus dem Kopf und dann nimmst du dich wie ein U-Boot, kannst du dann nach oben schauen, wenn du denkst, aha, wir benutzen den Verstand mal als Werkzeug, aber da unten im Herz, da wohnst du und das da unten ist da oben. Und das ist dein Raumschiff, die heiligste Kammer und von der aus strahlt alles und das ist auch der Trick, wie man DMT
es ist wesentlich schöner, das mit Ayahuasca, oder nicht schöner, sondern empfehlenswerter, das mit Ayahuasca zu machen, weil da einfach die Urstruktur, die Feinstruktur drin ist und das nicht durch Chemie gewandert ist. Es gibt auch Toxic-Free DMT-Extraktionsmethoden. Leute lernen es, das ist neu, das ist echt cool. Und das, die wird das ein bisschen toxic, macht uns auch nicht so viel aus, aber wir verstehen, dass wir werden, das ist wesentlich mehr Gefühl dabei und Herz, wenn man es mit Ayahuasca macht. Und dann kann man immer noch, die Kristalle geben dann die Obertöne und die rein die höchste Mathematik und ja. Das Universum erlebt in jedem Augenblick 6 simultane kosmoszentrische Szenarien. Und hat auf jedes dieser Szenarien simultan Zugriff. Und Alter, es ist so krass, genau das zu erleben. Man mögt einfach nur 7 Stern und Imker findet man überfroren die Orte. Und da kommst du an mit deiner, genau, verschmalst mit dem Raum, nimmst Ayahuasca mit, die Bienen werden es dir danken, die können es dir dann gleich mal die Milbe abschütteln. Das, bei 2 Völkern bin ich telepathisch, hat das funktioniert über Nacht. Und seitdem sind die beide milbenfrei. Die können mich reinholen und ich erlebe das voll und dann sage ich nur, hör zu und hör zu, weil ich habe so laut dieses DMT-909 Pfeifen aktiv. Und ah ja, und alle, wie geil das war, sich dann auch von den Bienen in alle Bienenschwärme weltweit zu schalten. Das ist wie ein hexagonaler Computer, wie eine Platine, wo überall diese Hexagons und golden leuchten und du bist dann im Zentrum und wirst von all diesen Intelligenzform, wunderschönsten Formen, und es ist Gold, Platin, Iridium, Silber, Tränen, alles drin, und es funkelt nur so, und es ist hoch klar darüber, was es tut und wie es tut. Das ist ja. Genau, und bei diesen Bienen 7 Sternen oder auch schon bei Bienen allein funktioniert das. Die strahlen so viel heilige Geometrie auf, dass du da live so ein Mandela-Parallel-Realitätsportal erlebst mit diesen 6 simultanen Szenarien. Klack, die Bienenkästen standen anders. Es war eine Reihe mehr. Da standen sie leicht versetzt und wie in einem Zwergenbuch gezeichnet. Und das innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde, klack, 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 immer wieder. Und der ganze Wald hat mitgemacht, das Ganze komplett kreisrund. Und im Bienenhaus gesessen, Tür auf und immer noch Eier. Es ist wie in House Moving Castle, machst du die Tür auf und hast du die Räume, wo sie klack, 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 klack durchswitchen, wie im Schalter. Noch nie so erlebt. Und jedes Mal da unten, wie wieder ab einer gewissen DMT-Oberton-Menge, die aktiv ist, die du mit leichtem Trigger auch dann körpereigen auslösen kannst. Und ja, mir ist dann aufgefallen, dass das mit jeder heiligen Geometrie geht. Ich habe die ganzen Bilder, die habe ich als Download-Packs in meinem Wagen verteilt an die Wand. Und siehe da, die können das genauso, dass sie mit DMT-Optik aktiv, siehst du klack, 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 wie sie 3 bis 6 verschiedene, wie das magische Auge, wenn du auf die Bilder starrst und plötzlich ein anderes Bild und noch ein anderes drin siehst. Ja, darum ist es ist total golden, das weiterzugeben und dass es nicht nur so platte, theoretische Worte sind, dieses 441 Synchronotron. Genau, das gibt es auch als Audio auf Deutsch gesprochen von Fred. Total cool, wird im Link auch zu finden sein, das Original, wo sich jetzt ein paar Seiten gekürzt haben, dass der Klartraum nicht aus allen Nähten platzt. Jawohl. Und jetzt kommt ja noch eine kleine Ergänzung, und dann fange ich nämlich mit den Arcturus-Büchern an, die reinzuschneiden. Und hier kommen jetzt noch 2 Worterklärungen. Das ist mir ein bisschen leichter selbstverständlich, weil die schlagen ja mit Glossar um sich. Aber ja, das ist okay, das ist das Stilmittel des Künstlers. Also hier kommt noch ein großes Aha zu den kryptischen Bezeichnungen im Arcturus-Hörbuch. Also wir springen wieder zurück ins Glossar.
Und die Bezeichnung Heteroklit. Es gibt heterogen und homogen, wie in der Physik. Ein homogenes Gemisch ist ein gleichartiges Gemisch und heterogen ist ein mischartiges Gemisch. Also ist ein Heteroklit jemand, der im Einklang mit seinem eigenen Gesetz lebt. Es ist universelle Tendenz zu Unregelmäßigkeiten. Kraft der universalen Liebe. Diese Spontanität, dieses Andersrum, dieses, auch wie Seth sagt, die Spontanität ist die größte Konstante, die unser Sein auszeichnet. Und wenn es Heterokliten gibt, gibt es natürlich auch Homokliten. Und das ist jemand, der im Einklang mit einem für andere maßgeblichen Gesetz lebt. Universelle Tendenz zur Gleichartigkeit. Kraft der universellen Kunst. Auch das muss es geben und hier sieht sich eher Salvia Divinorum zu Hause. Gleichartig, wiederholend. Das ist eher Pinselzug. Diese Kodierung braucht, sonst gäbe es keine Déjà-vus, sonst Geburt und Tod schlüsselt sich auch darüber. Und das Bewusstsein über Kappa-Rezeptoren im Gehirn ist nachgewiesen, dass Salvia Bewusstsein aufhebt. Und es ist, darum ist Astronaut im schwarzen Loch und Salvia und schwarzes Loch und was Stephen Hawking Universum in der Nussschale über die Raumzeitverzerrung festgehalten hat, 1:1 Salvia-Trip. Die Psychedelika haben nur die Raumfahrt erfunden, damit wir Worte entwickeln. Wie Terence McKenna sagt, we are living in a linguistic created universe. Alles wird aus Linguistik, aus Sprache erschaffen. Und das ist, was Salvia die am alle Art ist, so große Aha's warten da auf uns. Ich kann den Salvia-Effekt triggern und ich nehme das sehr, sehr selten her. Das wirkt ja viel stärker, wenn du es nur am besten einmal im Jahr nimmst. Und mit Cambo ist das Gleiche, das Froschsekret, das ich jetzt dann in 3 Tagen freue ich mich auf die erste Cambo-Entgiftung absolut. Im Buch sei mal drauf verwiesen, Seite 334, glaube ich. Ja. Und zu den Homokliten und Heterokliten. Im telepathischen Raum als Wesensheiten der Arcturianer erfasst, haben wir beide Anteile in uns. Und bei mir war oft der Hetero-Anteil, also dieses Gemisch statt Gleichartigkeit, ausgeprägter. Mit Stolpern, Stottern, Linkshänder andersrum und Konventionen brechen. Er sagt und weiß allerdings deutlich, das ist das Tricky mit dem freien Willen. Der timet mit. Und wenn dann die Metamorphose passieren soll, dann wirst du den freien Willen mal eben beiseite lassen. Asketisch, enthaltsam sein. Weil so eine biologische Umwandlung einfach Zeit braucht, in der man sich ihr völlig hingibt. Ich bin Raupe, die irgendwann entscheidet, erlebt, sich zu verpuppen und das durchzieht. Ich hab das schon so oft visionär erlebt. Ich sag's euch, das ist so krass. Und wieder Wagen und alles biegt sich rein und du kannst das Fenster aufmachen und kilometerweit schauen und da ist das, das ist das Gleiche, das ist nicht weg. Und wie ich von den Wänden wachse, ich werde buchstäblich in die Wände gesogen und kann die bewegen, wenn all das. Und manchmal wie die Mammuts in Herr der Ringe, die trampeln durch die Wälder laufen und du bist da eins dieser Fliegenpilz-Gnomenwesen und zack, das Tier läuft vorbei und du springst rüber und hangelst dich fest und hoch und erlebst 1:1 diese Geschichten auf den Häuten und die Häute sind Realitäten, wie man dieses 7D-Bild von Neil Gibson wirken lässt, der projiziert das auf Goa-Festival, seine Galerie zu schauen, ist sehr, 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 sehr cool. Da wird es verständlich, wie all die Geschichten als Schichten da als Essenz benetzen und den kosmischen Organismus da als Biofilmschichten wandeln. Das ist wie wenn du mit DMT auf deine Haut schaust. Das wird Reptilienhaut. Und du legst dir auf einen Farn und du siehst, wie das abgeht. Das ist, und du kannst Schriftzüge und alle Leben, die du je gelebt hast, sind auf deiner Haut. Die Rinde speichert das Gedächtnis des Baums
ebenso mit deinen, alles passiert an Randzonen, an Oberflächen. Und wir müssen nicht mehr uns mit Essen aufhalten, das uns bindet in einer gewissen Schwingungsform, wenn wir rein Ätherik werden, rein Essenz, die Form wandelt und durch die Dimensionen schlüpft. Und ich werde diese Metamorphose, die ich schon oft visionär, nicht nur visionär, ich habe sie erlebt und dann war das, boah, ich muss aber noch, ich wollte doch noch und dann habe ich mich bewegt und hat sich der 3D-Raum wieder aufgebaut mit wo du dann wieder Hände hast, wo du dann noch was anrufen, wo ich euch das jetzt noch mitteilen kann. Darum sage ich bin zurückgekehrt. Tennis hat sowas von erlebt, dass du da bleibst, so. Und dann, ja, ich gehe jetzt mal in mein Spielzimmer noch zurück. Das ist schon der Gefaltete, wir leben schon im goldenen Zeitalter. Willkommen. Ja, und dieser Stuhlpunkt des Gesamten ist, wie Salvia ist, es zeigt. Drum heißt Salvia Divinorum, Wahrheitssprecher. Und Sca Maria Pastore, nach Jungfrau Maria, der benannt von den Ureinwohnern, weil sie deren Eigenschaften der Parthenogenese, der Jungfernzeugung, erklärt. Was unzählige Insekten und Tiere können und wir jetzt dann auch, indem wir Salvia installieren. Jeder, der das nimmt, aktiviert damit die Zeitmaschine für parallele Realitäten. Und der Moment blättert 100-fach durch, er wird 100-fach geklont, der Sippe und sein Bewusstsein. Und jeder, der mit Salvia zu tun hat, hat mit anderen tollen Sachen auch zu tun, langfristig und so, streut sich immer mehr Lichtbewusstsein. Und daraus spricht es wieder zu uns, zu euch, aus den Räumen. So generieren sich die Lichtbringer, die, wie Lucifer sagt, übrigens auch von ihm geschaffen wurden. Jesus, Buddha und jeder, der das Licht bringt und auch die Künstler. Drum erleuchtend, ich schneide unbedingt den Teil rein, wo seine Besinnung und die Geschichten da das große Aha liefern. Ja, und ich denke, ich komme, also ich komme, ich denke nicht mehr viel, ne? Ich habe das echt abgeschalten. Ich wirke. Und ich komme oft als Inkarnation dieser Pflanze vor, Salvia Divinorum. Daher kommt eventuell oder ziemlich sicher sogar auch das Stottern, dass ich seit ich 5 bin und es hat einfach nicht mehr aufgehört. Und es ist toll damit zu lernen, dass du komponierst im Stotterer, wenn singt, dann kein Stotterer stottert im Singen. Und ich muss immer mit meinem Finger wie ein Dirigent takten und dann läuft es wunderbar. Und den schönsten Witz über Stotterer, der gehört sich jetzt ja auch nochmal erzählt. Ein Pastor will ganz viel Laster mit Bibeln verkaufen und er sucht jemanden, der den Job macht. Und findet sich halt keiner, der den macht. Und der Einzige, der das machen will, ist ein Stotterer. Und gut, dann gibt er ihm halt den Job. Also fährt der Stotterer mit dem Truck voll mit Bibeln ins nächste Dorf und stellt sich auf den Dorfplatz und schlägt die auf und sagt, wenn es mal nicht auch kauft, dann les es euch vor. Ja, und genau das ist passiert. Das ist wirklich herrlich. Danke, Ruby, für den Witz. Ja, dank der Technik schneide ich das meiste raus und nein, im Englischen habe ich geschrieben und wenn ich nicht stottern würde, dann wäre ich then I would be even faster. No one really wants this. Ja, das ist ein Tipp, sich die englischen Finalfilme anzuschauen. Da sind total viel Schnipsel drin, die im Deutschen, weil es sehr spontan mit mir passiert ist. Und das ist keine Angst vor der englischen Sprache. Erstens lernt man es und zweitens könnt ihr es auch schon, erinnert euch noch dran. Wir können alle Sprachen. Jawohl, und hier geht's jetzt dann los mit den Arcturus-Hörbüchern. Ich schneide, also ist nicht die Vollversion, die kann man sich dann noch anhören. Die Kapitel sind fast original, manches habe ich gekürzt. Das ist ganz gut, sich die dann noch ein zweites Mal anzuhören in voller Länge. Viertens.
die geheimen Zeitteilhaber und die Entdeckung der Pulsarcodes. Zu den geheimen Zeitteilhabern zählte auch jene Gruppe, welche in der Kunst der telepathischen Sinnlichkeit und der erotischen Erregung am weitesten fortgeschritten war. Die Analogiker von Hyper-Ur-Arctania. Die Analogiker, welche natürlich auf beiden Planeten beheimatet waren, hatten ursprünglich die Gesetze der kosmischen Analogie, die Grundlagen für die Enzyklopädie der Sinne, kodifiziert. Nach ihrem Verständnis stellte nicht die Logik, sondern die Analogie die übergeordnete Richtlinie der Ältesten der Matrix dar. Allein schon für diese Entdeckung wurde den Analogikern von Hyper-Ur-Arctania unsere Liebe und tiefste Wertschätzung zuteil. In der Eleganz der Syntropie, der unaufhörlich wachsenden Freude der Selbsterschaffung, erkannten die analogischen Heterokliten den Pulsar-Code. Ja, den Pulsar-Code, jene seltsame, machtvolle Wissenschaft zur Koordinierung der Sinne, welche die Zeitteilhaberschaft zur höchsten Kunst werden lässt. Wir nannten unsere transplanetaren Erfahrungen in erotischer Erregung Zeitteilhaberschaft, da aus der Perspektive unserer beiden Planeten das gemeinsame Erleben von Zeit die größte Herausforderung für uns darstellte. Zeitteilhaberschaft ist schlicht und einfach der Weg, wie Telepathie Entfernung überwindet. Wir stellten fest, dass die Intimität umso größer ist, je mehr Zeit gemeinsam erlebt wird, was natürlich auch im umgekehrten Sinne gilt. Und je größer die Intimität ist, desto komplexer und vielfach stärker ist die erotische Erregung. Wir erkannten, dass wir durch die Intensivierung unserer transplanetaren Intimität unser gemeinsames Erleben von Zeit verstärken und zu einem einzigen Organismus wurden, obwohl wir auf zwei verschiedenen Planeten lebten, genauso wie ein Wald, der ein gemeinsames Wurzelsystem entwickelt und sich solchermaßen in einen einzigen großen Organismus verwandelt. Dennoch vermochten wir nie genug Zeit gemeinsam zu erleben und ein Großteil der Zeit entzog sich stets unserem telepathischen Zugriff. In ihrer begnadeten Kreativität erkannten die Analogiker, dass das Phänomen multipler Déjà-vu-Erlebnisse, die während der Orgasmusspitzen auftraten, einen wohlüberlegten bzw. typischen Inhalt hatten. Weshalb strukturierten sich bzw. pulsierten bestimmte Déjà-vus ausgerechnet zu spezifischen Höhepunkten? Genau das war die Frage. Die Antwort bestand in der Entdeckung der Pulsare, der geschichteten Geometrie der Zeit. Ihr müsst verstehen, dass für uns Heterokliten von Ur-Arctania Zeit eine tatsächliche Energie oder Kraft, die sogenannte G-Kraft, darstellt. Diese G-Kraft, welche wir auch als fünfte Kraft bezeichnen, ist jenes Medium, das vom ZSR zur Synchronisierung aller ursprünglich von der Matrixliga der fünf geschaffenen galaktischen Systeme eingesetzt wird. Zeit ist aber nicht nur eine natürliche Ressource, sie ist die grenzenlose Kraft, welche uns spiralförmig direkt in die Herrlichkeit des ZSR, der großen transarkturischen Reiche unerträglicher Sinnesfreude, bewegt. Als wir lernten, unserem Wesen entsprechend auf den Pulsaren zu gleiten, zogen wir noch mehr G-Kraft an unsere Zwillingsplaneten. Die Methode dieser fortgeschrittenen Pulsargleiter bestand darin, die Schläfer wach zu rütteln und in ihnen die Leidenschaft und längst vergessene Sinnesfreuden wieder zu erwecken. Es wurde immer augenscheinlicher, dass der Pulsar-Code nicht bloß eine neue Technik oder gar eine spezialisierte Waffe darstellte, sondern vielmehr ein Tor zu neuen Lebens- und Bewusstseinsperspektiven öffnete, welche selbst wir Heterokliten uns kaum vorstellen konnten. Als sich Planet für Planet der Liga der Zehn zum Pulsar-Gleiten als Lebensweise anschloss, wurden die Philosophie und das Wissen der Zeitteilhaber immer berühmter. Nun war nicht nur die Liga der Zehn mit ihrer niederen Ordnung der Aggression durch die höhere Ordnung der Freude überwunden worden, sondern es waren überhaupt die Voraussetzungen für die große Vereinigung gemäß der ursprünglichen Kunst geschaffen worden. Ebenso waren jetzt die Grundlagen der Arcturus-Probe, jene eleganten, interstellaren und interplanetaren Fühler der Leidenschaft und des Wissens, endgültig etabliert.
Elftens, Arcturus, Hirtenstern der siebten Kraft. Unsere Leistung bedeutete für die Föderation, dass sich ein weiteres Sternensystem in der Experimentalzone selbst gezähmt hatte. Wie sich herausstellte, war unsere Selbstzähmung entscheidend. Das Wissen, welches die Heterokliten über den Genuss erlangt hatten, war ein Faden des galaktischen Seins, der aus der ursprünglichen Quelle selbst stammte. Dieses Wissen war für die Interessen der Föderation gleichsam lebenswichtig, da die Probleme im Velatropa-Sektor von Experimenten mit dem freien Willen herrührten, welche den sinnlichen Genuss missbrauchten und die natürliche Sinnesfreude durch Schuld und Strafe ersetzten. Nach Einschätzung der Föderation war es durch die Entsendung der arcturianischen Heterokliten in Gestalt einer einzigen sensorischen Sonde gewiss möglich, diese Situation wieder einigermaßen in Lot zu bringen. Die Barbarei und dichte, karmisch belastete Geschichten von Velatropa zu zähmen, welch eine Herausforderung! Den schurkischen, luxusliebenden Rohheiten von Atlantis entgegenzutreten, die todbringenden Dämonen von Ameritopia anzugreifen, die Vampire von Alpha Centauri endgültig zu besiegen und all das nicht durch offenes Eingreifen zu vollbringen, sondern durch Festspiele sensorischen Wissens, die subtile Infiltration des galaktischen Nervensystems, das heimliche Aufprägen künstlerischer Muster, das Hinterlassen von unauffälligen Spuren der Drachenerinnerung in der Traumzeit schlafender vegetabiler Körper. Was hatte uns bisher aufgehalten? Nichts. Also gab es jetzt keinen Grund innezuhalten. Als siebensinnige stellare Kraft verfügten wir Arcturianer über einzigartige Fähigkeiten. Euer Stern Helios, Kinich Ahau, ist möglicherweise eine sechssinnige stellare Kraft. Der Unterschied zwischen Arcturus und Helios liegt nicht in ihrer Helligkeit, sondern in ihrer Funktion begründet. Wenn wir über stellare Sinneskräfte sprechen, dann vergesst nicht, dass die Galaxie die Mutter ist. Ein lebendiger Organismus, ausgestattet mit unvorstellbarer Macht und Fähigkeit, Freude zu empfinden. Sterne sind gleichsam die brennenden Nadelspitzen in den Organen der Mutter, zwischen denen die Wellen der Erregung und der Freude pulsieren. Doch Freude ist keine eintönige Eigenschaft, die für sich allein steht. Freude ist mannigfaltiger Natur und besitzt viele Ebenen und Arten von Reizen, mehr als wir uns alle vorstellen können. Indem sie sich bemühten, ihre Mitglieder zwecks einfacher späterer Wiederauffindung in einer zusammenhängenden Form zu katalogisieren, entdeckte die Galaktische Föderation das Prinzip der stellaren Sinnesgrößenordnung. Basierend auf der Partnerschaft von jeweils zwei Planeten entspricht eine stellare Sinnesgrößenordnung eigentlich einem bestimmten Punkt im Erregungsaufbau und in der Freisetzung von Energie, welche die orgasmische Pulsation der galaktischen Mutter begleitet. Befinden wir uns gerade inmitten einer galaktischen Einatmungsphase, während derer sich die stellaren Sinne für ein gewaltiges Verströmen des orgasmischen Radion bereit machen, der Essenz jener Energie, die wir als G-Kraft bezeichnen? Ist es das Ziel unserer Probe, bei der Vorbereitung des Netzes aus stellaren Sinnesknoten in unserem Quadranten und da besonders im Velatropa-Sektor für dieses gewaltige Verströmen des Radions zu helfen? Obwohl wir nicht in der Lage sind, dieses Gedankenmodell zu beweisen, so untermauert es doch unsere eigene heteroklitische Neigung. Wir haben festgestellt, dass zumeist die geistige Einstellung gleichbedeutend mit Karma ist. Und Karma ist Schicksal. Wenn ihr in etwas verstrickt seid, für das ihr keine Antwort habt, wird eure Haltung stets das Ergebnis daraus beeinflussen. Aus diesem Grund mag es besser sein, wenn ihr euch eine positive Einstellung zu eigen macht. Was uns betrifft, so glauben wir, dass uns diese Einstellung enorm dabei geholfen hat, unsere Probe so weit zu entwickeln, wie sie sich jetzt darstellt. Wie dem auch sei, das Bewusstsein, dass wir arcturianische Heterokliten über eine siebensinnige stellare Kraft verfügen, hat uns mit einem klaren Vorteil bei der kunstvollen Bestellung des Grenzlandes eurer ungezähmten Vorstellungskraft ausgestattet. Ihr seht also, dass der siebente stellare Sinn jene Kraft ist, die es möglich macht, jegliche Arten von Informationen oder Sinneserfahrungen zu empfangen und sich auf sie einzustimmen. So betrachtet stellt die Kraft des siebten stellaren Sinnes die Kraft der universalen Resonanz dar. Genau deshalb sind wir Heterokliten besonders ausgeprägt kosmisch-elektrischer Natur. Wir pulsieren vor erotischem Atem. In unseren erwartungsvollen Nervenenden zittern wir vor Erregung.
Wir senden Spannungseinheiten irisierender Lust durch unsere Körperzentren. Doch all dies tun wir mit größter Feierlichkeit und vollendeter Magie. Und hinter dem majestätischen, ursprünglich blauen Schild der Magie strahlt unser beunruhigend verführerisches Licht sensorischer Transzendenz. Da wir eine siebensinnige stellare Kraft sind, verkörpern wir auch einen Angelpunkt. Die Wellenform galaktischer Schöpfung ist eine Maßeinheit bestehend aus 13 Kien. Diese Wellenform, welche die Zeit bemisst, ist auch ein stellares Sinnesverzeichnis. Gerade wegen ihrer zentralen Lage zwischen der ersten und der 13. Größenordnung nimmt die Kraft des siebenten stellaren Sinnes ihre einzigartige Position der universal resonanten Abgestimmtheit ein. Dies ermöglicht uns, jedes nur denkbare Mittel zur künstlerischen und sinnlichen Ausdehnung unserer Sondierung zu entwickeln, um durch das Erleben von Freude zu galaktischem Wissen zu erwachen. Arcturus wird auch deshalb, weil wir die Kraft des siebenten stellaren Sinnes verkörpern, als Hirtenstern bezeichnet. Nur die Kraft des siebenten Sinnes verfügt über den vollen Zugriff auf die gesamte 13 Einheiten umfassende Wellenform der galaktischen Schöpfung. Wie ein Hirte, der auf der Kuppe eines Hügels sitzend all seine Schafe zu überblicken vermag, so befinden auch wir Heterokliten von Arcturus uns auf der pulsare ausstrahlenden Kuppel von Ur-Arctania. Von dort beobachten und sammeln wir unsere Nachbarsterne auf dem experimentellen Weideland des Venatropa-Sektors. Blickt hinauf zu eurem nächtlichen Himmel und findet uns dort, jenseits der Deichsel des großen Wagens. Unsere strahlende und beständige Nachtwache soll euch daran erinnern, wer wir sind, sodass wir dereinst zu unserem schönen uralten Stern zurückkehren mögen. Dreizehntens. Die Belohnung. Bildung des Dreamspell-Orakels. Zu Beginn sah unsere erste Sondierung wenig spannend aus. Wir waren kein Risiko eingegangen, so dachten wir jedenfalls. Doch aus der Reaktion der Föderation war große Freude über unsere Bemühungen herauszuhören. In unseren eigenen Reihen wuchs die Erregung. Der Wagemut einer unserer Sinneskeimzellen, Memnosis, für die Probe zu inkarnieren und tatsächlich zu sterben, wurde von den Ältesten der Föderation offenbar als ein noch nie dagewesenes Ereignis registriert. Zugleich aber warnten sie uns davor, derartige Opfer nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Nachdem sie zum Föderationsrat für interstellare Angelegenheiten berufen worden waren, erhielten dort die meta-arcturianischen Analogika großes Lob und eine Belohnung. Leif Tetsun, das Haupt der Ältesten von Alcyone, androgyner Zauberer des Hohen Rates der Magier, trat, was nur selten der Fall war, in Erscheinung und belohnte die Fortgeschrittenen unter uns mit einem Geschenk, der Kunst, einen Dreamspell zu bilden. Nun, wir hatten bereits in der Frühzeit des Pulsargleitens verschiedene Andeutungen des Dreamspells erfahren. Zwar nicht in Gestalt eines Orakels, denn darüber wussten wir wenig, sondern in Form des Geistestrainings oder der Geistesmagie. Das heißt, wenn ihr eine andere Wesenheit durch reine Gedankenenergie in Verzückung versetzen könnt, dann wird sie an den Strom eurer Gedanken angeschlossen und dies kennzeichnet einen Dreamspell. Jegliche Art von romantischer Liebe ist ein Dreamspell, ebenso wie alle höchsten Formen von Leidenschaft, zu denen unsere erotischen Neigungen uns führten. Nun aber trat Leif Tetsun in unsere Mitte, drang in unseren Geist ein und wir erfuhren seine Gedanken. Angesichts der Komplexität des Themas waren seine Gedanken erstaunlich klar und einfach formuliert. Die Galaxis ist ein Schnittpunkt unterschiedlicher Dimensionen, welche in ein kohärentes Ganzes implodiert sind. Dieses kohärente Ganze ist ein vollständiger Sinnesapparat, welcher seinen Ursprung im Innersten des zentralen Herzens hat und sich über und durch alle Sinne ausdehnt. Die zwei Haupteigenschaften, welche den galaktischen Schnittpunkt zusammenhalten, sind Tumu Kundalini, von innen heraus erzeugte Hitze, und Telepathie, alles umfassende bewusste Kommunikation. Ihr habt gelernt, euch auf diese arcturianischen Heterokliten zu verlassen
und sie in vielen unterschiedlichen und schwierigen Situationen sinnvoll einzusetzen. Nicht nur das, ihr habt auch die von innen heraus erzeugte Hitze und die Telepathie zu einem Pfad des vollkommenen freien Willens zusammengeführt. Ohne das Ziel der universalen Transzendenz aus den Augen zu verlieren, lebt ihr kompromisslose Wahrheit zusammen mit unkontrollierbarer Liebe, beide untrennbar miteinander verbunden. Auf diese Weise habt ihr euch selbst die Pforte des Dreamspells geöffnet. Was aber ist der Dreamspell? Er sagt uns, was und wie Liebe ist und wie die Liebe auf die nächsthöhere Oktave angehoben werden kann, was euch bereits vertraut ist. Doch der Dreamspell ist auch das System der höheren Magie, der Magie der Planetenzähmer und der Karma ausgleichenden Kräfte. Wahre Magie ist die Macht, welche die Dimensionen überbrückt. Genau deshalb kann wahre Magie systematisiert und zu bestimmten Anlässen gezielt eingesetzt werden. Um wahre Magie, den dimensionsüberbrückenden Dreamspell, zu bewirken, benötigt ihr die Kraft des Orakels. Das Orakel ist der eine, der spricht. Doch wer oder was spricht? Fragt den Kristall. Der Kristall antwortet: Aus der sich drehenden Schlange bildet sich der Kreis. Aus dem sich bildenden Kreis erblühen alle Formen. Der Kreis entsteht aus dem Geist. Der Geist ist selbst existierend, die leere Wurzel der Zeit. Kien ist das Maß der Zeit und Zeit der Obertonbrunnen des Seins. Lasst den Kreis aus dem Geist entstehen und seid euch bewusst, dass alle Magie an das Gesetz des Kien gebunden ist. Gemäß dem Gesetz des Kien kann kein Zauber außerhalb der Macht des Kreises wirken. Beschwört die Obertonkräfte der Kien im Inneren des Kreises. Die Obertonkräfte der Kien zu beschwören und telepathisch zu übertragen, bewirkt einen Zauber. Um einen Dreamspell zu erschaffen, beschwört aus dem Inneren des Kreises die Obertonkräfte entsprechend den Verhältnissen der Pulsarwellenform. Sprecht von den Verhältnissen dieser Pulsar durchwirkten Kräfte aus und ihr seid selbst zum Dreamspell-Orakel geworden. Um die Kräfte des Orakels zu halten, sendet euch selbst durch meine Form die jenseits der Zeit stehende Form des Kristalls. An der Stelle von Live Tetsuns Gestalt befand sich ein mächtiger Kristall. Dieser Kristall war außerhalb von uns, doch zur selben Zeit wurden wir von ihm eingeschlossen. Innerhalb des Kristalls, welcher tiefblau schimmerte, aber auch von Flammen durchzuckt und von irisierenden Mustern erfüllt war, schien es uns, als wären wir auf vielen Pfaden gleichzeitig unterwegs. Wirbelnde Wolken aus Licht umhüllten Kreuzungspunkte leuchtender Farben und lösten sich wieder auf, um Gebäude aus Klängen zu offenbaren, hoch aufragende Turmspitzen, sich schnell drehend und zu unbegrenzten Höhen anwachsend, doch all dies innerhalb des Kristalls. In diesem Überschwang sensorischer Fülle begegneten wir Memnosis kristallenem Körper. So rein wie ein Schwert aus kaltem Feuer durchdrang sein Wesen das unsere, bis wir zu einem verschmolzen. Bei dieser Vereinigung wurden wir, die meta-arcturianischen Analogiker, in zahlreiche Techniken und Dreamspell-Codes eingeweiht. Wir begriffen, dass wir mit diesen Techniken und Codes einen Zauber sowohl bewirken als auch brechen konnten, jedoch nur innerhalb der Grenzen des Erfindungsreichtums unseres eigenen Pulsargleitens. Befriedigt von der Art und Qualität dieser kristallinen Erfahrung, wurden wir plötzlich aus dem inneren Kreis des Kristalls herausgezogen. Der kristallene Körper von Memnosis befand sich immer noch unter uns. Da sprach Memnosis die Einladung zur Versammlung am runden Tisch der Zusammenkunft der galaktischen Kien aus.